Zwei, drei kleine Dinge sagen möchte. Und zwar, ich habe eine Live-Musik-Bar in Linz und bei mir herrscht seit 15. Mai absolutes Maskenverbot. Bei mir darf man den Laden gar nicht betreten mit einer Maske. Und lustigerweise hatte ich deshalb noch nie Schwierigkeiten. Es kam noch nie einer, der gesagt hat, warum habt ihr keine Masken auf? Sie kamen aber dann plötzlich, warum ist es hier so laut? Man hört sie bis ans andere Ende der Altstadt. Also es waren immer irgendwelche, es gab nie ein Problem mit den Masken. Letzte Woche bin ich dann mal am Hauptplatz in Linz auf ein Polizeiauto zugegangen. Ein Polizeibus mit 6, 7 Beamten drinnen, alle ohne Maske. Ich bin dann hin, habe ans Fenster geklopft und gefragt, ob sie ein sexuelles Verhältnis führen würden, alle miteinander. Oder in einem Haushalt leben. Und das verneinten sie natürlich. Und dann habe ich gesagt, was verlangt ihr von uns, was ihr nicht leisten könnt? Und seitdem habe ich Maskenkontrolle in meinem Lokal. Ich denke, dass ich ab, sollte das jetzt irgendwie öffentlich werden, öffentlicher als es jetzt schon ist, werde ich sicher mit irgendwelchen Regressionen rechnen müssen. Darauf lasse ich mich sehr, sehr gerne ein. Bravo! Und als aufkam die Registrierungspflicht für Gäste, habe ich sofort gepostet, dass es bei mir definitiv niemanden geben wird, der sich registrieren muss, da ich nicht in der Lage bin und auch nicht darf, kontrollieren, ob das überhaupt stimmt. Wenn es denn nicht stimmen sollte, muss ich dafür bezahlen. Wie lächerlich ist das denn? Also bei mir wird kein Mensch registriert und ich hoffe, dass ein paar Leute nachziehen und so ein bisschen mitdenken, dass das gar nicht funktionieren kann. Also bitte haltet die Köpfe oben und steht auf und lasst euch einfach gar nichts gefallen. Okay? Liebe Grüße aus Linz. So ist die Lage derzeit in der Gastronomie. Ja, die Gastronomen haben leider gerade alle zu kämpfen. Wir hoffen, dass wir bald wieder in Ruhe und maskenfrei zum Essen und zum Trinken gehen können, wann und wo wir wollen.